Wow, das ist so krass. Das ist hier die krasseste Nummer. Soll ich noch eins oben? Nein. Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal German Treasure Hunter. Und was ich heute erlebt habe bei der Schatzsuche, das habe ich in 10 Jahren noch nicht erlebt. Es war so unglaublich, was wir heute gefunden haben. Ich bin zusammen mit Nico und Corinna unterwegs in Bayern. Zwei weitere Suchkollegen sind noch mit am Start. Ein weiterer Nico übrigens auch. Und der hat heute den absoluten Vogel abgeschossen in Sachen Funde. Das war wirklich unglaublich. Ihr wollt es nicht verpassen, verspreche ich euch. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Ein Dank geht natürlich noch an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de, der mir diese Reisen natürlich auch mit ermöglicht. Von daher ganz lieben Dank an den Jochen. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, seid ihr da genau richtig. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Das Thema ist der Zweite Weltkrieg und was wir in diesem Video finden, Leute, gigantisch. Let's go! Heute geht es noch einmal in den Wald, wo die Schatzsuche in Deutschland übrigens nicht überall erlaubt ist. Wir sind aber in einem Gebiet, wo es kein Problem darstellt und kommen wirklich diesmal durch Zufall in ein Gebiet, wo im Zweiten Weltkrieg ganz offensichtlich eine Menge passiert ist. Schon der erste Fund von Nico ist der zerfetzte Rest eines Stiefels von einem Soldaten der deutschen Wehrmacht und nur wenige Meter weiter könnte Corinna auch schon den Grund dafür gefunden haben. Corinna hat ihren ersten heißen Fund gemacht, Corinna! Oh! Ja. Holy moly! Kann man aber durchschauen. Ist leer? Ist leer, ja. Oh, Gott sei Dank. Krass. Corinna, ich habe doch heute noch gesagt. Irgendwas kommt. Der Knaller, ich habe gesagt, der Knallerfund kommt heute noch. Ich hab's gesagt. Ja, krass, okay. Wir fassen noch mal schnell zusammen, was gefunden worden ist, direkt zu Beginn. Und zwar haben wir einmal die Sohle eines Wehrmachtsstiefels. Ich habe euch hier mal ein Vergleichsbild rausgesucht auf Wikipedia. Da kann man das sehr schön erkennen, diese Nägelchen, die in der Sohle stecken. Und von daher hier eine ganz klare Sache. Auf der anderen Seite hat die Corinna eine Gewehrgranate gefunden. Diese ist von der US Army. Auch hier mal ein Vergleichsbild für euch. Ich würde mal behaupten, hier handelt es sich um eine M7 und ja, die konnte man so gut 350 Meter weit schießen vom Gewehr aus, hatte eine Detonationswirkung von ja, ca. 10 Meter Radius, also wer innerhalb von 10 Meter Radius war, der hatte ja dann echt ein Problem. Falls ihr mal sowas findet, auf keinen Fall anfassen, bewegen, im Boden lassen und die Behörden bitte informieren, ganz, ganz wichtig. Unser Teil hier war ungefährlich, sogar der Aufschlagszünder war nicht mehr drin, von daher alles tutti in diesem Fall. Wir machen weiter mit meinem ersten relevanten Fund und der war ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg. 80er Signale, 2 Stück. Oh, was Großes haben wir hier. Ich muss gar nicht graben brauchen. Ja. Hier. Oh, scharfe Munition. Oh. Dann wird hier noch mehr scharfe Munition jetzt liegen. Da. Liegt oben auf. Hier ist Nummer 1. Nummer 2 ist die Spitze abgebrochen. Projektil ist hier. Okay. So, und weiter geht's. Hier, scharfe Munition. Ja, noch mehr Mun. Ist irgendwie an so einem Stoffband dran. Ja? Hier, guck mal hier. Noch mehr Munition. Da, was ist das hier mit diesem Stoff? Also wahrscheinlich irgendein Gurt. Vielleicht ein MG-Gurt oder sowas. Ja, amerikanisch. Und es geht noch weiter hier. Wenn man einen Stoffgurt öffnet.
Hier haben wir also gefunden die Patronen von einem Maschinengewehr. Und man kennt ja diese Maschinengewehrgurte, diese langen, mit diesen Metalldingern dazwischen. Aus Stoff hatte ich sie persönlich noch nie gesehen. Sie sind aber von einem Maschinengewehr der US Army Kaliber 30. Und ich habe euch mal ein sehr schönes Vergleichsbild rausgesucht bei Lomax Militaria. Da kann man das wirklich ganz toll sehen. Nicht nur das Maschinengewehr selber, so sah es also aus, sondern man sieht hier auch sehr schön den Patronengurt, der eingeführt wird. Und die Patronen sind verbunden nicht mit Metallplättchen, sondern mit Stoff. Exakt das haben wir gefunden. Und zwar zahlreich. Auch da gilt natürlich der Hinweis, bitte keine scharfe Munition mit nach Hause nehmen, sondern den Behörden melden. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und dann, ja Leute, dann ging das richtig los. Dann kam der Ball, der Schneeball ins Rollen, wurde immer größer. Und was jetzt kommt, haltet euch fest, es war wirklich gigantisch. Und wenn euch das, was jetzt kommt, gefällt, lasst doch bitte ein Like da und wir machen weiter. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Es wurde eine Erkennungsmarke gefunden, vermutlich Wehrmacht. Dann mal schnell, jetzt muss es schnell gehen. So, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt. Der Nico hat eine Erkennungsmarke gefunden, sagt er. Ach nein, Nico, Junge. Nein. No way. Krass. Ganz schön tief auch, ne? Ja. Hast du schon geguckt, was draufsteht? Nee, ich hab noch nichts geguckt. Ist ja der Wahnsinn. Ist sogar noch eine Wurzel hier durch. Da. Krass, geiler Fund, Mensch. Ich sag ja, das WW2 Trüffelschwein. Glückwunsch. Wow. Die Erkennungsmarke eines Soldaten diente dazu, dass für den Fall, dass der gestorben war, also gefallen war, wie man sagt im Krieg, dass man den erkennen konnte. Und wir schauen mal eben auf Wikipedia, da sieht man auch mal eine Erkennungsmarke. Da steht dann zum Beispiel die Einheit drauf, da steht die Blutgruppe drauf und natürlich auch eine Nummer. Und diese wiederum war irgendwo hinterlegt mit einem Namen. Wir schauen mal eben auf unsere Erkennungsmarke, da sehen wir exakt das Gleiche. Da gibt es eine Abkürzung, die steht für Infanterieersatzbataillon 302. Die wird normalerweise im Todesfall dann in zwei Teile gebracht und das eine kommt dahin, das andere dahin. Schwieriges Thema. Hier war es allerdings so, dass die Marke komplett war und wir sind uns ziemlich sicher, und waren uns direkt ziemlich sicher, dass darunter kein Soldat liegt, kein Gefallener. Nee, keine Diskussion diesmal. Denn es kam noch viel, viel mehr und da hat jemand was deponiert. Weiter geht's. Nein. Das ist unglaublich, Leute. Das glaubt mir jetzt keiner. Aber ihr habt es gerade gehört, die GoPro lief. Der Nico. Nico und Nico untersuchen gerade Nikos Fund und stellen fest, dass noch was drin ist. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass da noch eine drin ist. Ey, das gibt's doch nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Guck dir das an. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es noch eine. Das ist ja irre. Ja, klar. Oh, nee. Was ist das? Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Eine Zieleinrichtung? Ach, guck mal. Ja. Das ist klar, für eine Zieleinrichtung, ja? Das ist militärisch, ja. Hier steht irgendwas, warte mal, da oben steht irgendwas drauf. Sävellenantriebe, was auch immer das ist. Aber das ist ja krass. Das gehört auf jeden Fall zusammen. Mhm. Ich würde hier mal weitermachen. Ich will nichts sagen, aber... Nee, oder? Es geht noch weiter hier. Müll, eine Tube. Aber ist doch geil. Wehrmachtsknopf. Und es geht noch weiter. Noch eine Tube. Hier ist auch der Inhalt drin. Merkst du richtig. Oh, das ist auch ein, hier ist eine Klammer, ist eine WAW-Abzeichen. Ja, genau, ich jetzt, ja. Versteck's mir auch schon die Sprache. Hier hat irgendwer seinen ganzen Zweiter Weltkrieg-Shit abgeladen wahrscheinlich. Komplett. Das ist ja absolut irre. Hier ist der nächste Knopf. Noch ein Knopf. Der ist aber kleiner, könnte von der Schulterklappe sein oder von der Mütze. Ja, könnte sein, ja.
Hier ist auch, glaube ich, irgendwas drauf. Oh ja. Männchen. Oh, Männchen. Was? Männchen, ja. Nein. Soldat. Krass. Und hier auf dem Knopf ist der Reichsadler drauf. Da. Ja, da ist der eine drauf. Ist ja krass. Junge, da macht er hier einfach so ein krasses WW2-Dampol auf. Das ist ja irre. Und der Spaß. Hört nicht auf. Hört nicht auf, genau. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Im ersten Moment haben wir alle gedacht, diese zwei runden Scheiben, hier sehen wir sie nochmal, das sind irgendwelche Zielvorrichtungen für irgendeine größere Kanone oder sowas. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ein Einstellungsinstrument für eine alte Saatgutmaschine. Also scheint derjenige, der das hier deponiert hat, Landwirt gewesen zu sein. Anders kann man das, denke ich, nicht erklären. Was haben wir noch gefunden? Es kamen noch jede Menge Knöpfe zum Vorschein. Es kamen Salben und dann hatten wir ja dieses runde Teil noch, das WHW-Abzeichen, da konnte man dann nach langer, langer Reinigung, der Nico hat alles gereinigt, vielen Dank dafür, den Adolf Hitler drauf erkennen. Und ja, also wirklich eine krasse Geschichte, was da alles drin war. Dann noch diese Figur, auch das wiederum vom WHW und ich erkläre das auch gleich, was es ist. Diese Figur zeigt einen Soldaten der Kriegsmarine. Warum können wir das hier zeigen? Weil wir eine Geschichtsdokumentation sind, weil wir Geschichte dokumentieren, erklären und die Zusammenhänge auch darstellen. Das tue ich auch jetzt wieder, und zwar das Thema WHW. Es ist das Winterhilfswerk. Die haben Spenden gesammelt für den armen Teil der Bevölkerung. Der war damals sehr, sehr groß, muss man sagen. Und unter anderem haben die sich finanziert durch Abzeichen, die sie verkauft haben, wie jetzt zum Beispiel dieses Abzeichen oder diese Medaille von Adolf Hitler. Da hat man dann, was weiß ich, 300 Reichsmark oder 10 Reichsmark für hingelegt, keine Ahnung, und hat dann als Gegenstück, als Dankeschön diese Medaille bekommen. Und so haben die sich finanziert und so haben die auch zum Beispiel ihre Suppenküchen für die armen Menschen finanziert. Das so als kleinen geschichtlichen Hintergrund. Und wir machen weiter, denn es war noch lange nicht Ende in diesem WW2-Dumphole, wie man so schön sagt. Absolut irre, wie es weitergeht. Ich sag's euch. Hallo, ja. Noch was? Männchen wieder, oder? Nee, irgendein Schwert oder so, das sagt WHW. Ach du lieber Gott. So, was hab ich jetzt hier noch aus deinem... Da unten ist noch was. Ja. Oh. Was ist das, Abzeichen? Oh, was ist das? WHW wieder, ja. Da liegt noch eins oben, Verkehrsschild. Ja. Nein, guckt. Gott, das ist ja krass, was jetzt hier abgeht. Da sind Taschen geleert. Komplett leer gemacht, ja. Da liegt noch was, da ein Stift oder irgendwas. Ja, tatsächlich. Ist ja Wahnsinn, was jetzt hier passiert. Da können wir uns auch super... Au, da habe ich mir gerade die alte Nadel in den Finger gerammt. Ist meine Tetanus-Impfung noch aktuell? Ich weiß es gar nicht. Alter, das ist unglaublich. Das ist wirklich unfassbar, was der hier für ein Loch aufmacht, Junge. Das ist unglaublich, Alter. Das ist unfassbar. Ich brech zusammen. Ich bin noch mal so frei, Nico, ja? Nein. Das geht immer weiter. Ich habe nichts in das Abzeichen. Noch eine Nadel. Da wollte einer Pflanze hochwerden, ja? Da hat die Taschen geleert. Ey, ist das hier V2? Ja, das ist WAW auch. Das ist ja krass. Das ist ja so krass. Eine weitere Anstecknadel vom Winterhilfswerk. Auch dafür hat derjenige Geld bezahlt und lief dann mit so einem Schwert rum für ein paar Wochen an seinem Revier wahrscheinlich. Und es gab aber noch einiges mehr, dieses weiße runde Teil. Was ist das? Hier sehen wir es nochmal, ich erkläre es euch. Es ist die Meißner Porzellanmedaille. Drumherum steht, Deutsch ist, war und bleibt die Saar. Das bezieht sich natürlich auf den Konflikt Deutschland-Frankreich und ist der Auszug aus einem patriotischen Lied. Dann gab es noch ein Verkehrsabzeichen, wo man so denkt, hä, da gab es aber eine ganze Serie vom WHW. Auch das sehen wir hier mal. Und dann haben wir noch den Stift, der wiederum, man sieht es hier, Torpedo Freilauf steht darauf. Das ist hergestellt worden von der Firma Fichtel und Sachs. Das war quasi im Fahrrad hinten, das, was sich mitdreht, was so klackert. Vielleicht wisst ihr genau, was ich meine, wenn ich euch das so einfach jetzt erkläre. Außerdem gab es dann noch, ich dachte zuerst, es wäre die V2, aber nein, es ist eine Bombe. Auch das wieder eine Anstecknadel vom Winterhilfswerk. Da hat also jemand Geld dafür bezahlt, um ein paar Wochen lang mit einer Bombe am Revier rumzulaufen. Also das ist schon wirklich sehr merkwürdig. Da muss wirklich jemand sehr überzeugt gewesen sein von der
Sache, gibt natürlich auch wieder Aufschluss auf denjenigen, der hier seine Sachen vergraben hat. Ich finde es trotzdem super, super interessant und es geht noch weiter. Ah ja. Hier liegt alles voll. Ja, ich sehe es. Nein! Nein! Das ist so krass! Zum Silber da, ne? Ach du Scheiße! Hey, das ist alles hier. Da. Der Mann hat's gefunden. Und lässt mich höflicherweise, freundlicherweise hier in seinem, an seinem Fund mitarbeiten. Was sind das hier für Runen? Ja, aber echt Runen. Gut. Hier ist noch was, ein Schnipsel. Ja, was? Nee, hier. Quatsch, was ist das? Linse, oder? Nee, ist auch wieder ein Abzeichen. Oder ein. Hier war hinten eine Nadel dran, die ist abgebrochen. Ah, ich kenne das. Das Franken, RAD. RAD, Franken, schlag mich tot. Ja, hier kann man es quasi sehen. Gibt es denn auch die Abzeichen? Wahnsinn. Ich lief das mal hier ab. Was ist das? Das ist auch wieder Silber. Stimmt, gerade von dem Stift. Von dem Stift. Das ist der Deckel, oder? Da ist auch irgendwas drauf. Oben drauf. Guck mal, was ist das hier oben drauf? Ich kann es nicht sehen. Oder nicht erkennen. Eine Schlange oder eine Dollarzeichen? JSIS? Ja, ja. Das ist ein Pfeifer von so einem. Was ist das? Eine Pfeife vielleicht? Eine Tube. Ne, ist ein Mundstück von der Pfeife, ja. Ach, geil. Komm, auch die Schrift hier hinten drauf. Das ist so. Da geht's auch weiter. Oh, hier ist noch was. Oh ja. Das sieht super interessant aus. Oh, was ist das? Achtung, jetzt kommt's. Was ist das? Ist auf jeden Fall ein Reichsadler, glaube ich, drauf. Oder was? Ne, Moment. Eine Burg? Ja. Sachwehr. Ja. Da unten steht irgendwas drauf, aber. Ein silberner Stift mit Runen. Das gibt uns auch wieder Aufschluss darüber, wer hier seine Sachen versteckt hat. Also das muss jemand gewesen sein, der echt Geld hatte. Das kann man anders nicht sagen. Der hat viel beim WHW gespendet. Der hatte diesen silbernen Stift und das ist wirklich was Besonderes. Und diese silberne Kappe, die wir auch noch gefunden haben, passt auch zu dem Stift. Und wir sehen hier nochmal die Initialen. JS. Auch das gibt wieder Aufschluss über den Namen des Typen oder IS. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann geht es weiter. Es war ja noch viel mehr. Dann kam ja noch dieses Förderabzeichen vom RAD. Und der RAD war der Reichsarbeitsdienst. Da musste jeder hin, also sowohl Mädchen als auch Jungen, ich glaube im jungen Alter schon, mussten die ein Jahr dahin und mussten dann helfen, zum Beispiel beim Straßenbau, in der Landwirtschaft. Die mussten auch Stellungen mit ausbauen, Schützengräben mit ausbauen und so weiter. Und das also auch hier, auch da hat er Geld gestiftet. Und dann gibt es noch einen super interessanten Anstecker, das wird ebenfalls WHW sein. Schauen wir auch nochmal eben drauf, und der steht drauf Miltenberg. Am Main und Schnatterloch. Das Schnatterloch ist ein Turm. Sehen wir mal auf Wikipedia hier auch. Den gibt es auch heute noch. Und der Marktplatz von Miltenberg, der ist hier auch abgebildet. Und das also ebenfalls eine WHW-Medaille. Und wir machen weiter. Wir haben noch eine ganze Menge. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und weiter. Das ist ja unglaublich. Das ist so unfassbar. Was für eine Weiße da? Noch ein Abzeichen mit Nadel. Hier. Da ist, glaube ich, auch noch eins. Oh mein Gott! Da ist auch noch eins. Aber guck dir an, wie das hier. Geht noch weiter. Das muss doch fast sein. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ist denn das hier für eins? Das ist der absolute Wahnsinn. Also,
Ich muss mal wieder mein mobiles Reinigen. Ich meine auch, dass da ein Hakenkreuz ja, drauf ist. Krawallhaken. Ja, guck hier. Wow. Wow. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist so krass. Das ist hier die krasseste Nummer, die ich je erlebt habe. Das ist so unfassbar. Dann haben wir noch ein ganz interessantes Abzeichen, und zwar vom Reichskolonialbund. Der hat sich dafür eingesetzt, dass man zum Beispiel die deutschen Kolonien in Afrika wieder aufleben lässt. Ganz Europa hat ja damals Afrika einfach aufgeteilt und gesagt, so, das gehört jetzt dir, das gehört mir, du kannst das haben, und haben dann da alle schön die Bodenschätze geplündert, frecherweise, muss man sich mal vorstellen. Und der Reichskolonialbund wollte also da dieses System wieder aufleben lassen. Konnte man ja auch Geld mitmachen, und der hat sich auch, dieser Bund hat sich auch finanziert durch Spenden, unter anderem auch mit Abzeichen, die man kaufen konnte. So auch hier wieder geschehen. Also sehr, sehr interessant, was wir hier für einen Aufschluss bekommen über diese Funde, die derjenige hier vergraben hat. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt bitte sachlich dabei, denn bei mir geht es immer nur um Geschichte und nicht um Politik. Ich möchte das nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Jetzt haben wir noch die Outtakes für euch. Ein bisschen was zu lachen gibt es auch noch zum Schluss. Und ja, ein Dank geht noch an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, seid ihr da genau richtig. Der ermöglicht mir auch dann so Sachen mal, wie jetzt hier, dass ich mal reisen kann, dass auch mal ein Hotel bezahlt wird. Und alles kostet natürlich Geld. Und von daher ein Danke in die Richtung. Jetzt die Outtakes. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und gerne ein Abo dalassen. Und empfehlt mich bitte weiter, wenn euch dieses Video gefallen hat. Macht's gut. Ciao. Nico, es geht weiter in deinem Loch. Das klingt auch wieder so. Machen Sie sich schon mal frei. Es geht weiter in Ihrem Loch. Geiern Sie alle da rum. Auf einmal sind sie alle hier. Du musst heute Lotto spielen. Echt? Geh Lotto spielen, das ist unfassbar. Das stimmt. Carsten hat kein, hört nicht auf. Nee, irgendwie. Man nennt ihn auch Geier-Carsten. Heute darfst du mich nennen, wie du willst, ey. Okay, Schnucki. Wie sie auf einmal alle fleißig hier im Umfeld suchen. Nico, da ist unser Müll noch von gestern, aber scheiß dagegen. Das ist so krass.